Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge haben wir versucht, diesen Dungeon hier zu betreten, ohne entdeckt zu werden. Hat leider nicht funktioniert. In dieser Folge werden wir erstmal wieder rausgehen und versuchen, irgendwo hier zu rasten. Weiter geht es nicht. Okay, dann gehen wir wieder rein und gehen wir vielleicht, können wir uns hier langschleichen. Ja, okay, können wir nicht. Kommt schon, folgt mir doch einfach. Genau, fall da runter. Ist der andere Hund jetzt tot? Schade. So, ich würde dann mal sagen, wir machen jetzt mal ernst. Wo sind wir hier? Irgendwie sind wir leider da runtergefallen. Nee, so kann es auch nicht gehen. Wie machen wir das? So, erstmal kontrollieren wir, was für eine Stufe der Keller hat. Stufe 25, dann kontrollieren wir, wie viel. Dann kontrollieren. Nein! Diese Folge will gar nichts funktionieren. Also, erstmal laufen wir jetzt hier zurück, bis wir. Drei Schritte, ey. Wow. Bis wir rasten können. Quick Save. Dann überlegen wir uns jetzt mal eine Taktik. Wir haben jetzt so einen tollen Magiewindestab. 70 Punkte. Die anderen machten nur 20. Der ist gut, der Stab. Den werden wir dann mal im Notfall verwenden. Wir haben aber noch keinen Notfall, deswegen werden wir jetzt erstmal wieder auf unseren Bogen zurückgreifen. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wie viel. Welche Stufe so ein Hund hat. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen einfach nur warten. Genau. Boah, ich treffe den Hund echt nicht. Stufe 25. Glaubt ihr wirklich? Das kam mir so selber nicht. Schnell raus aus dem Dungeon und wieder ein bisschen Freiluftkampf. Okay, das Hundi will uns nicht folgen. Dann betreten wir den Dungeon nochmal und schießen den Hund auf brutale Weise über die Klippe. Ja, das hat auch schon was für sich. Ist er tot? Nee, leider nicht. Wo sind die hingelaufen? Ah, da kommen welche. Oh, da kommen einige. Was hat der da für ein Schwert, das er mit einer Hand? Aber wir haben ihn eiskalt einfach abgeschossen, ey. Cool. Hallo? Das war jetzt aber mal ein Epic Fail von ihm. Okay, wir gehen hier jetzt mal einfach weiter. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich gegen die ganzen hier bestehen soll. Na gut, einfach mal Quick Save machen. Und dieses Schloss hier knacken. Gut. Nach dem dritten Versuch automatisch. Das geht doch. Hallo? Was bist du für einer? Ja, hallo. Wieder einer, der uns vor die Füße fällt. Wir nehmen unser Metzgermesser und Metzgern hin. Ja, das Metzgermesser ist für solche Situationen, in denen man einfach schnell Schaden machen muss. Tja, hast du dir wohl so gedacht, dass du uns jetzt hier einfach so den Rest geben kannst? Okay, nicht nur gedacht, auch getan. Verdammt, ich glaube, ich habe eine Ratte getroffen. Wir haben ein massives Rattenproblem hier. Hallo, hat der da einen Stab in der einen Hand und ein Schwert in der anderen? Ne, was haben die hier für irgendwie. Okay, das ist ein Notfall, wir nehmen den Magiewindestab.
Okay, wir machen es gleich anders. Erstmal schießen wir einen Fall, den wir dann selber wieder aufheben. Dann treffen wir einfach mal da. Pfeile schießen. Nehmen jetzt den Magiewindestab. Ne, so auch nicht. Schade. Ne, so auch nicht. Metzgermesser. Das ist, das Problem ist einfach, dass die blocken. So, jetzt nehmen wir mal einen Heiltrank. Ach, nein. Heiltrank. Genau. Quick Save. Heiltrank. Heiltrank. Lag. Monster-Lag. Hallo, Spiel. Jetzt habe ich mir schon eine Taktik überlegt, um die Gegner hier zu besiegen, und jetzt müssen die auch noch verarschen. Ey, hallo? Gut, dann machen wir das anders. Schlechter Kampfplatz. Ach, ein magisches Symbol. Verdammt. Ja, also der Kampf hier läuft überhaupt nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Ah, eine ist mal da wieder runtergeschossen. Scheiße, da meine. Ja, ist in Ordnung, ey. Vorbeilaufen, einfach mal so totschlagen oder was. Ja gut, damit hatten sie jetzt wirklich ihre Probleme und mussten erstmal überlegen, wie öffnet man eine Tür? Nein, ich möchte nicht rasten, ich möchte das müssen. War das schon alles? Quick Save. Laufen. Und einfach mal hier rein. Ja. Keine Ahnung, wie die sich hier den Kampf gedacht haben, aber so bestimmt nicht. Scheiße. Das muss wieder. Ah, doch nicht. So, okay. Wen haben wir denn hier? Bist du der Victor? Ich habe mehrere Leute sagen hören. Ja. Okay, wir kämpfen hier auf sehr, sehr unkonventionelle Weise. Hey, kamen wir hier nicht mal her? Cool, wir sind wieder am Eingang. Ja. Einfach mal eine Tour gemacht und das magische Symbol mitgenommen. Unten hockt irgendwie so ein Wolf. Den werden wir jetzt mal beschießen. Oder ein Hund. Komm schon, komm schon. Ach, schade. Na gut, das konnte auch nichts werden. Ach, verdammt, hinter uns. Wieder der da? Ey, wie kommen die da so schnell hoch? Na gut, ich glaube nicht, dass der Dungeon unbedingt für uns geeignet ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus und gucken mal, ob wir verfolgt werden. Ja, sorry, aber irgendwie hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in dem Gebiet einen Dungeon finde, der nicht für mich geeignet ist. Ja gut, und ich denke auch langsam können wir mal wieder zur Abtei zurückkehren. Zum Bergkloster meine ich natürlich. Wir sind nicht in den Kampf verwickelt. Na gut, wir müssen scheinbar noch ein bisschen Entfernung zwischen uns und diese Gegner hier bringen. Deswegen verschwinden wir jetzt einfach. Wieder in, aus der Richtung, aus der wir kamen. Ne, da kamen wir nicht her, wir kamen aus der Richtung. Und ich denke, wir könnten jetzt auch langsam wieder... Zu wenig Mana. Natürlich. Dann reiten wir doch noch ein bisschen weiter. Gezwungenermaßen. Und probieren es mal hier mit Teleporten. Und das funktioniert gut.
Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns wieder die Umgebung vom Bergkloster ein bisschen genauer an. Und gucken mal, wie wir hier dann abschneiden können. Ja, wie gesagt, alles dann in der nächsten Folge. Also Leute, macht's gut. Ciao.